Auf einem Rastplatz nahe Köln will Susanne ihren Freund treffen und parkt neben dessen Auto. Wo ist er denn? Ich war am Rastplatz mit meinem Freund Lukas verabredet. Er ist Fußballspieler in der Oberliga und wollte heute einen Vertrag unterschreiben für Profifußball. Und als ich ankam, war er gar nicht mehr da. Der Schlüssel steckte sogar. Und dann machte ich auch noch eine Entdeckung, die mich wirklich schockte. Lukas! Hallo? Ist Ihnen gut? Oh Gott, Sie haben ja eine Verletzung. Mein Freund war weg und jetzt auch noch ein verletzter Mann vor meinen Füßen. Ich wusste gar nicht mehr, was los ist. Hallo? Ja, hier spricht Susanne Specht. Ich bräuchte ganz dringend einen Krankenwagen. Hier liegt ein verletzter Mann. Ist auch nicht wirklich ansprechbar. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Während die Rettungskräfte zum Einsatzort eilen, bleibt Susanne in der Nähe des Verletzten. Und das, obwohl sie eigentlich ihren Freund Lukas suchen möchte. Der würde sein neu gekauftes Auto nämlich niemals unabgeschlossen zurücklassen. Können Sie uns irgendwas sagen? Haben Sie irgendwas gesehen? Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich mit meinem Freund hier verabredet. Ja. Und dann hatte ich ihn hier gesucht und dann habe ich ihn gefunden. Aber genau. Genauso wie es jetzt ist. Also ich habe gar nichts leider mitbekommen. Okay, dann kommen Sie mal hier rüber. Die Sanitäter sind da jetzt erstmal. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen einsortieren. Ihr Freund ist auf dem Weg, steht hier, hat sie alarmiert. Also normalerweise triffbar. Waren Sie verabredet oder was? Genau, wir waren verabredet. Und zwar wollte er heute einen Vertrag unterschreiben. Er ist Profifußballer, beziehungsweise möchte einen Vertrag unterschreiben für den Profifußballverein. Hatte mich angerufen, weil er Unterlagen vergessen hatte. Und ja, wir wollten uns hier an der Raststätte treffen. Und ja, dann war er nicht da. Eine Platzwunde am Kopf. Ja. Aufgerissene Lippe, aber guck mal, ob du da Blut findest, vielleicht an dem, wo? An dem Holz hier. Hier ist nichts zu sehen, Thomas. Siehst du da irgendwas da hinten noch? Gibst du mir die Maske mal? Nee. Nee. Nichts zu sehen. Also wenn er jetzt hier draufgefallen wäre, müsste ja theoretisch auch irgendwie Blut hier zu sehen sein, oder? Ja. Der Patient war bei unserem Eintreffen nicht ansprechbar. Sorgen hat uns ein bisschen die Wunde gemacht am Kopf, auch vor allen Dingen, wo die entstanden sein könnte. Denn hier waren Steinchenreste drin, also war das hier auf dem Rasen nicht unbedingt möglich. Ihr kommt soweit klar erstmal, ja? Bei uns alles? Ja. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen suchen, weil wir suchen noch eine Person. Dann gehen wir mal hier rüber. Also gehen wir mal zum Auto, wenn Sie sagen, der Schlüssel steckt. Das ist ja schon erstmal ein Indiz dafür, dass was seltsam ist. Lukas hatte seinen Wagen gerade neu gekauft. Er würde niemals den Schlüssel stecken lassen. Ich war mir wirklich sicher, dass irgendwas passiert sein musste. Und dann machte auch noch die Polizei eine Entdeckung, die mich echt schockte. Ich hol mir hier einen Zettel. Irgendwelche Buchstaben und Zahlen, aber das schließt sich mir jetzt noch nicht. Das Logo kenne ich. Das ist von seinem jetzigen Fußballverein, Kickers Hürth. Kickers Hürth. Das ist der Verein, wo er jetzt im Moment spielt. Genau. Okay. Also an den Tatort hier hatten wir schon im Kopf, dass hier des Öfteren Überfälle stattgefunden haben und hier eine bestimmte Bande aktiv ist. Damit wollen wir die Frau aber noch nicht konfrontieren, weil die Indizien einfach nicht zusammengepasst haben und das Tatmuster auch nicht dem entsprach, was wir bisher kannten. Unser Patient ist jetzt ein bisschen aufgeklärt und er hat angegeben, dass er wohl von dem Fußballspieler ein Autogramm für seinen Sohn haben wollte, hat dabei zwei Männer beobachtet. Da hat es irgendwie eine Rangelei gegeben und dabei hat er auch einen abgekriegt. Gott, hat er noch was zu Lukas gesagt? Ist ihm auch was passiert? Ja, der kann sich dann nicht mehr dran erinnern. Der hat nur gesagt, dass es da wohl eine Auseinandersetzung gab, körperliche Schlägerei, was weiß ich was. Ja. Und dabei hat er auch einen abgekriegt, aber ne, er war ja jetzt auch bewusstlos. Das kann ein bisschen dauern, bis das Erinnerungsvermögen. Also hat er da ja auch wahrscheinlich die Macke, die er da angesichts hat. Ja, also dass das da drüben nicht entstanden sein konnte, das haben wir ja schon schnell gemerkt. Erstens mal hätte man dann Rückstände von Blut an dem Baumstamm sehen müssen und da war auch so wie Split, so wie das hier so Licht, ne? Da war so Verunreinigung. Also könnte sich der verletzte Mann nach der Prügelei mit den anderen mittlerweile verschwundenen Beteiligten zur Wiese geschleppt haben, wo er zusammenbrach. Wenn die Geschichte des Verletzten stimmt, müssten die Beamten auf dem Rastplatz Spuren finden. Ja. Das gehört aber nicht zufälligerweise Ihrem Freund. Doch, das ist von meinem Freund. Das gehört Lukas, ja. Profifußballer, der raucht? Naja, nicht schlecht. Er macht das nur ganz selten, aber ihm ist das echt wichtig. Also das würde er niemals so liegen lassen. Also so ein Glücksbringer für ihn, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Das Feuerzeug habe ich Lukas zum letzten Geburtstag geschenkt. Es ist wie ein Glücksbringer für ihn.
Also, das würde er niemals so liegen lassen. Ich weiß auch nicht, ich mache mir langsam wirklich Sorgen. Weil Susanne sicher ist, dass ihr Freund seinen Wagen nie mit Schlüssel im Zündschloss verlassen hätte, durchsuchen die Polizisten Lukas Auto. Vielleicht wurde der Fußballer ja herausgezerrt. Im Wagen finden die Beamten Bargeld und Dokumente. Wettet ihr, Freund, oder? Na, guck mal hier. Wettscheine. Und guck mal hier, das passt überein. Ein Code, ne? Ja, und dann hier. Guck mal hier. Also das sieht jetzt im Moment danach aus, dass ihr Freund auf Sportwetten setzt. Also in dem Fall waren es wohl Fußballspiele. Ja, natürlich ein bisschen fragwürdig vielleicht. Also eigentlich macht er sowas gar nicht. Er hat mir auch mal erzählt, dass mit diesen Wettpaten nicht wirklich zu spaßen ist. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also ich habe mit Ihnen über das Thema schon mal gesprochen. Ja, weil zwei Mitspieler von ihm damit schon mal verwickelt hatten und Probleme hatten. Aber dass er da was macht, kann ich mir echt nicht vorstellen. Als wir uns das Auto näher angeschaut haben, haben wir einen Briefumschlag gefunden mit 3000 Euro. Tippscheine. Das wirkte nicht seriös. Gerade für einen Fußballer, der auf Fußballspiele setzt, ist das natürlich sehr schwierig. Wenn man dann noch einen Profivertrag unterschreibt, kann ihm das ganz schnell um die Ohren fliegen. Sollte Lukas in einen Wettbetrug verwickelt sein, könnte er auf dem Rastplatz auf gewaltbereite Drahtzieher dieser illegalen Machenschaften getroffen sein, vermuten die Beamten. Sie hoffen, dass sich der verletzte Zeuge mittlerweile an etwas erinnert. So, den Namen jetzt nochmal. Manfred. Manfred. Und weiter? Manfred. Einmal ganz ruhig. Ja, na gut, man darf nicht vergessen, ne? Er lag erstmal hier zunächst bewusstlos. Er hat sich zwar dann wieder erholt, aber jetzt das Hyperventilieren, der braucht jetzt einfach Ruhe. Also, ja gut, dann müssen wir erstmal mit dem Vornamen leben. Wir gucken später mal, vielleicht hat er noch Sachen dabei, aber man darf das jetzt auch nicht überstrapazieren. Okay. Gerade bei Schläge auf den Kopf kann das schon passieren, dass man kurzfristig mal wichtige Angaben wie seinen Nachnamen, seine Adresse vergisst. Das kommt in der Regel aber schnell wieder. Können Sie uns mal sagen, wie das Ganze passiert ist? Ich hab im Bomber gesehen. Ich wollte ein Autogramm. Bomber, ist das Ihr Freund? Ja, das ist mein Freund. Okay. Mein kleiner Junge, der Dennis, der ist totaler Fan davon. Ich wollte Autogramm holen gehen. Ja. Ja, hab aber gesehen, dass der angefallen wurde von zwei Männern. Die wollten wurde angefallen? Ja, also der, irgendwie wurde der überfallen oder ich weiß nicht genau. Und wollte dazwischen gehen halt. Okay. Ja, bin dann dahin. Dann habe ich nur gemerkt, wie ich einen Schlag am Kopf bekommen habe. Bin noch ein bisschen getaumelt, wollte mich eigentlich da kurz ausruhen und. Können Sie die beiden Männer beschreiben? Wo sind die hin? Wo ist der Herr Bommer hin? Bei aller Liebe, keine Ahnung, wirklich nicht. Also müssen die ja relativ schnell die Besinnung verloren haben, oder? Ja, also ja, ich habe mich noch ein bisschen hier hingerettet. Ich wollte mich ja auf dem Baumstumpf hier ein bisschen ausruhen, aber. Aber Sie sind ja selber auch ein ganz großer Fan, ne? Ja. Ja, wir haben ja auch Sohn, so halt durch meinen Sohn, der Dennis, der an. Ja. Ja, und der was für ein Hemd hat dann? Ja, das habe ich dem zu lieben. Ja, hier von dem Fußballclub da. Nee, ja. Welcher Kickers Hütte, ist das der Verein, wo ihr? Ja. Das haben wir schon mal gesehen, Kickers Hütte. Ja, genau. Und der hat auch hier eine frische Tätowierung. Da, das ist auch das Wappen von Kickers Hütte. Das ist auch das Wappen. Ja. Frisch tätowierte. Ja, das habe ich, mein Sohn, der ist halt total. Ja, aber der Sohn trägt das Tattoo ja nicht, sondern Sie. Wie sind Sie überhaupt nach hier gekommen? Zu Fuß. Auf dem Autobahnrastplatz. Klar, ist ja nicht verboten, ne? Ja, aber ungewöhnlich. Zu Fuß zu einem Autobahnrastplatz zu kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Wir hätten uns jetzt stundenlang beraten können und hätten Theorien aufstellen können. Wir haben uns dafür entschieden, einfach mal über den Parkplatz zu gehen und Halteabfragen zu machen. Arnold für 15:25 kommen. Ich bräuchte mal bitte zwei Halteabfragen. Einmal Köln. Es befinden sich lediglich zwei weitere Autos auf dem sonst verlassenen Rastplatz. Die Fahrzeuge könnten den brutalen Schlägern gehören, die der verletzte Manfred beobachtet haben will. Derweil bringt die polizeiliche Halteabfrage Unerwartetes zutage. Das ist Manfred Meyer. Der ist geboren. Ein Moment, ich habe gerade. Warte mal, ich habe den Kaffee verschüttet. Ich melde mich sofort. Verstanden. Oh, Manfred passt doch schon mal gut. Dann wollen wir mal gucken. Man sieht man wenig, ne? Du? Hier, da liegt doch einer drin. Oh. Hallo? Da ist einer drin. Ist das Lukas? Als ich da Lukas durch die Scheibe gesehen habe, also. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es ihm ging. Bei mir ging es schon echt. Also, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Spezialisten müssen Fußballer Lukas schnellstens befreien, denn sie wissen nicht, ob er verletzt ist. Obwohl der verdächtige Manfred seinen Autoschlüssel zunächst nicht rausrücken will, setzt der Polizist ihn gehörig unter Druck. Mit Erfolg. Guck mal, versuch. Jetzt. So. Lukas. Hallo?
Achtung! Da sind Sie da gefesselt? Ja. Ja, sehr gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Habt ihr Pimpel nach Schere gucken, oben im Außenfach, im Roten? Alles gut soweit erstmal? Ja, ja. Was passiert? Da war so ein Mann, der hat dich hier eingesperrt. So ein Fan mit einem Trikot von mir. Ganz ruhig. Der hat dich eingesperrt? Ja. Immerhin ist Lukas unversehrt. Da der verletzte Manfred offensichtlich der Inhaber des Transporters ist, wollen die Polizisten ihn noch einmal befragen. Doch zuvor erhoffen sie sich, dass Lukas weiß, warum er überhaupt gefesselt und eingesperrt wurde. Genau, da war ein Mann. Er wollte, dass ich bei meinem Fußballverein bleib, und haben Gelder gesammelt und ich wollte es nicht. Gelder gesammelt? Haben Sie das Geld schon gesehen? Das hier vielleicht? Oder? Das war es, genau das war es. Aber ich wollte. Das heißt Gelder gesammelt. Also Ihre Freundin hat uns jetzt so ein bisschen erzählt, Sie waren auf dem Weg zu einer Vertragsverhandlung, Sie wollten einen Profivertrag unterschreiben. Genau, genau. Und er wollte, dass ich bei meinem alten Verein bleibe. Er hatte auch ein Trikot an. Kickers Hürth. Genau, bei den Kickers Hürth, okay, genau. Ja. Ein Mann mit Bart. Und als ich abgelehnt habe, ist er ziemlich aggressiv geworden. Wissen Sie noch, was der anhatte zufällig? Er hatte so eine Latzhose an und ein Trikot war das von meinem Verein. Die Beschreibung passt auf Manfred. Die Beamten glauben, dass er Lukas bis zum Rastplatz verfolgte. Dort versuchte Manfred, den Fußballer zu überreden, seinen Profivertrag auszuschlagen. Als Lukas ablehnte, überwältigte der Fußballfan sein Idol. Ja. Wie kommt er an den Personen, die auch noch gesucht wird, in ihren Wagen? Was soll ich sagen? Das ist der Bomber, der Bomber. Das ist unser Zugpferd in unserem Verein. Das will er wechseln. Für Knete, für ein bisschen Geld. Immer. Da haben wir im ganzen Verein haben wir ein bisschen zusammengeworfen. Ja, dann wollte ich ihm das hier übergeben, weil ich gesehen habe, dass der hier hingefahren ist. Ja, dann wollte ich ihm das nur übergeben. Ne? Und dann haben sie ihn geschlagen oder? Ja, nee, der hat er gezählt. Er wollte das nicht annehmen, als wäre das Bestechungsgeld oder was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Meinen Sie so, können Sie ihn überreden? Ja, wohl kaum, oder? Aber der kommt aus Hürth, will woanders hin. Warum? Für Geld. So, da wollten wir ihm das restliche Geld geben, dann bleibt er auch in Hürth und wir steigen auf. Bums. Ja, aber sportlichen Ehrgeiz haben die Jungs auch, ne? Die wollen ganz gerne höherklassig spielen. Also ich hätte ja auch da Lust zu. Immer, wenn er bei uns bleibt, dann spielt der irgendwann höherklassig. Ja, vielleicht mit dem Geld. Kommen Sie mal ran. Aber wenn Sie den so verletzen, dann kann er da ja gar nicht mehr spielen. So, er hat jetzt die Masse zugegeben. Manfred wollte mit dem im Fanclub gesammelten Geld seinen Lieblingsspieler überreden, den Profivertrag nicht zu unterschreiben und bei seinem Verein zu bleiben. Doch Lukas lehnte ab. Daraufhin überwältigte Manfred den Sportler, fesselte ihn und sperrte ihn in seinen Wagen. Ein Abwehrschlag von Lukas verletzte ihn jedoch. Manfred taumelte noch ein paar Meter weiter, sackte dann zusammen. Er muss sich wegen Körperverletzung und Freiheitsentzug verantworten. Lukas ist mittlerweile glücklich bei seinem neuen Verein.